Okay, erstmal natürlich weiter angucken, was die nächsten Tage so bringen. Koso 5 gibt uns wie immer die neuesten Neuigkeiten. Morgen wird es wieder ein bisschen schneien. Und die Geister, sind die immer noch nie? Heute sind sie besonders glücklich, das ist doch schön. Das bedeutet auch, dass wir auf jeden Fall irgendwie losziehen sollten, um zu schauen, ob wir irgendwelche Würmchen und so weiter finden, weil da dann wahrscheinlich auch mehr drin ist, schätze ich mal. Oder coolere Sachen drin sind, theoretisch. Hallo? Nein? Ich sammle vielleicht erstmal wieder alles ein, dann komme ich auch überall besser durch. Bist du immer noch ein Baby, ne? Ja, schade. So, so und so. Habe ich alle einmal geknuddelt, ne? Hier ist hier noch irgendwo ein Ei, was ich nicht sehe, weil ich habe bis jetzt nur Hühnereier gehabt. Das ist ja nicht so schön irgendwie. Keine Enteneier heute. Hallo, hallo ihr beide. Ich werde euch erstmal kurz füttern. Dann werdet ihr durchgeknuddelt. Knuddel, knuddel, knuddel. So, und dann einmal die Milch. Es gibt wieder... Zack und zack. Da gibt es wieder ein bisschen Ziegenmilch sogar heute. So... Die Dinger kommen da echt noch weg, ne? Das ist blöd. Die stehen mir da irgendwie zu doof rum. Die will ich da nicht. Oh, guck mal. Das ist aber ein seltener Pilz, oder? Ein Purple Mushroom? Ich glaube, die sind relativ selten. Okay. Wobei die Sache natürlich ist, bei dem, wenn wir Glück haben, könnte man theoretisch auch... Könnte man theoretisch auch in die Mine gehen und Diamanten suchen. Ich glaube, ich mache erstmal natürlich machen wir erstmal hier sowieso den Weg hier unten rum. Weil da liegen noch meine Crabpots. Die Popschutzgeräte. In denen wir natürlich auch unseren Kram einsammeln wollen. Ne? Zur Not für Fishing halt. So. Einmal so ein bisschen ausschwenken hier, um zu gucken. Zack, zack und zack. Ist aber nichts Interessantes drin heute. Also nicht interessanter als sonst jedenfalls. Na gut, dann nischt. Dann eben nischt. Und natürlich das Ganze auch nochmal am Ozean, an der See, am Meer, wie auch immer. So, wir kommen auch immer noch nicht in die Sewers rein, ne? Das haben wir auch immer noch nicht geschafft. Oh, guck mal, da war ein Schneehase. Die waren selten, habe ich gehört. Oh, guck mal. Zack. Zack, schon wieder ein Buch. Es ist unglaublich, wie viele Bücher wir finden. Krass, 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 krass. Und hier ist auch wieder ganz viel Müll vor allem drin. Das nervt. Dieser Müll. Also beim normalen Angeln okay, aber bei den Crabpots nervt es vor allem. So, dann gehen wir mal rechts noch lang. Pass mal auf, der Plan. Ich gehe mal hier lang, gucke mal, ob ich vielleicht noch... Da ist schon wieder Penny. Die sehe ich in letzter Zeit irgendwie häufig. Die ist natürlich auch immer hier irgendwo unterwegs. Gucken noch kurz, ob wir hier Würmer finden. Wir finden keine Würmer so unterwegs. Dann. Einmal bitte zum Busstop. So, da ist noch ein Wurm. Noch ein. Diese Bücher, es ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie viele Bücher wir finden. So, wir gehen einmal kurz zurück. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade keine Lust, noch mehr in diese komische Maschine immer reinzuschmeißen. Das nervt. So. Deswegen verkaufe ich jetzt auch einfach welchen von dem Müll. So, und dann gehe ich oben lang. Und dann gehen wir in Richtung Mine. So. Oh, guck mal, die Mayonnaise ist fertig. Die hole ich aber später ab. Das mache ich nicht jetzt. Theoretisch könnten wir da ja auch, ne, das Ganze total maximieren und jeden Tag da irgendwie dann immer wieder was reintun, wenn das fertig ist, etc. pp. Aber irgendwie... Irgendwie halte ich da nicht viel von. Da habe ich keine Lust zu, sagen wir es mal so. Oh, guck mal, eine Ancient Doll. Ein Artefakt, das hatten wir noch nicht. Das ist doch schön, so gehört sich das. So mögen wir das. Artefakte sind immer gut. So, man, warte mal gerade. Mal kurz hier hin, dann fahre ich kurz zur Quarry rüber. Es ist ja nicht weit. Gucke noch mal kurz. Oh, guck mal. Sowas zum Beispiel. Ein bisschen Eisen, warum nicht? Ich sehe aber keine Würmer oder so. Die Steine sind mir gerade egal. So, dann bitte einmal in die Mine. Und dann fahren wir jetzt einfach nach ganz unten. Zack, 120. Ach so, das ist natürlich doof. 120 hilft mir nicht.
Dann muss ich zu 115 fahren. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir hier vielleicht noch irgendwas Sinnvolles finden. Ich sehe erstmal wenig. Ich sehe einen Schleim, aber das war es auch. So. Zack. Oh, hier geht es weiter nach unten. Also, mein Plan sind ja eher Mineralien gerade, ne? Das wäre cool. Blöp. Natürlich ist Leute töten auch immer gut. Holy crap, der ging aber schnell kaputt. Nach unten schlagen ist doof und schwer. Hat aber funktioniert. Ich hätte gerne irgendwie durchaus Mineralien unter solche Geschichten. Das ist zwar ein Feuerkristall, aber das ist nicht die Art von Mineralie, die ich haben wollte. Das ist eine Fledermaus, ne? Ja. Die sterben inzwischen auch sehr schnell. Das da ist schon eher eine Mineralie, die ich haben will, wobei Gold jetzt nicht unbedingt das ist, was ich brauche. Ich hätte eigentlich ganz gerne irgendwie Diamanten oder so Geschichten. Darum geht's mir eigentlich gerade. Ein Diamant wäre extrem cool, den könnte ich dann nämlich Penny schenken. Für das Wichteln. Auch wenn das natürlich ein Geschenk ist, ich weiß nicht. Normalerweise, das haben die in der Stadt jetzt nicht gemacht, ne? Normalerweise legt man doch da auch irgendwie Beträge fest, ne? Weil was machen die denn jetzt, wenn ich mit dem Diamanten ankomme und der Nächste kriegt irgendwie so einen, weiß ich nicht, einen Anspitzer. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen doof eigentlich. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Das will man ja eigentlich nicht und deswegen legt man ja eigentlich immer Geschenklimits fest. Also Limits von dem, was ausgegeben werden darf, quasi. Oh, da waren Omnigeonen drin. Das ist nicht zu wenig. Zwei Stück. Das ist ja cool. So. Zack, zack. Da geht's auch schon direkt weiter nach unten. Okay. Ah, hier ist auch dieses Minecart-Dingens. Ich könnte auch echt mal irgendwie anfangen, Gold zu verkaufen. Ich habe so viel davon. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Gold anfangen soll. Ich meine, also mal im Ernst. Wie viel Gold hier rumliegt. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Gold so gibt. Also, naja. Könnte man mal gucken, ne? Sollte ich vielleicht mal gucken. Ach Moment, ich weiß ja schon, wo es weiter nach unten geht. Da vorne. Flup. Ist noch mal ein bisschen Quarz. Quarz, Quarz, Quarz. Oh, guck mal. Mehr Viecher. Ja, ich wollte gerade sagen, komme ich da nicht lang. Ich kam da tatsächlich eigentlich lang. Habe mich nur schlecht bewegt, scheinbar. Ah. So. Und da habe ich noch... Boah, so ein Viech. Die sind fies. Die machen auch eine Menge Schaden, wenn sie den treffen. Und der hat eine Bombe fallen lassen. Naja, gut. Naja, gut. Ah. Ist hier noch mehr? Ich sehe nichts. Naja, oh, guck mal, da geht's direkt weiter. Und da sind wir direkt unten angekommen. Dann ist jetzt der Plan gekommen. Es ist ungefähr 4 Uhr. Ich glaube, das genügt noch, wenn ich jetzt in die Stadt fahre, dass wir einmal hier bei Clint reinkommen. Hi. Dass der mir nochmal hier kurz meine Geoden aufmacht. Zwei habe ich, ja. Oh, was ist das denn? Das kenne ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Ein Opal? Doch, bestimmt. Wären schon mal ein Opal, oder? Bin mir relativ sicher. So, was können wir denn hier shoppen kurz? Mal schauen. Guck mal, der nimmt den ganzen Kram an, ne? Gold. Sogar gar nicht so wenig. Okay, ich muss auf jeden Fall zu Gunther. Da kann ich auch direkt nochmal gucken, wie das mit dem Opal aussieht. So, hallo. Ich würde gerne etwas donaten. Ich habe nur die Ancient Doll. Okay, dann kommt das dahin. Ein neues Reward. Das ist natürlich cool. Gucken wir mal, was haben wir denn? Ein Skelett. Naja. Naja, ich gehe mal kurz gucken, was die Bücher so sagen. Wenn es irgendwelche interessanten Bücher sind, dann mal schauen. Technologie-Report. Okay. Kristallarium, okay. Kann man einen reintun, einen komischen Schad und dann, ja. Okay, irgendein komisches Mineral reintun, dann wird das vervielfältigt. Das Book of Yoba. Ja, das ist irgendwie komisches, okkultes Zeug. Marriage Guide für Farmers. Naja, irgendwann vielleicht mal. Aber nicht jetzt. Und weiter fischen. Okay. Dramatische Musik. Schön. Schön, schön, schön. Okay. Dann fahren wir wieder zurück. So, wo fahren wir hin? Haben wir alles schon, ne? Warte mal, ich gehe mal kurz hier oben. Ich mag die Joja-Leute nicht, aber vielleicht sind da die Würmer.
würde es verstehen. Ich könnte es verstehen. Die Würmer bei den Joja-Leuten. Pam ist auch immer da, ne? Naja, die hat auch nicht so viel Geld. Die muss da einkaufen, ne? Das war die, die in dem Trailer wohnt. Das ist natürlich traurig, dass die da einkaufen muss. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade hier oben lang gehe. Aber ich tue es. Naja, kommen wir hier oben in der Stadt nochmal gucken. Oh, guck mal. Aha, seit wann reden die denn so miteinander? Das ist ja cool. Das war mir gar nicht bewusst. Na gut. Da ist noch ein Würmchen. Guck mal. Da ist los und es ist wieder ein Buch. Ah, oh, diese Bücher. Überall liegen sie rum. Wer hat die denn alle hier verbuddelt? Sag mal. So, hier gibt es noch mehr Foraging. Nehmen wir natürlich alles mit. Schadet ja auch nicht, ne? Also gibt ja auch alles irgendwie bei Bedarf dann mal Foraging-Skill. Also warum nicht? So, jetzt gehen wir mal langsam wieder zurück. Haben noch Kram zu verkaufen. Zum Beispiel, oh, guck mal. Warum kam da jetzt ein Holly raus? Verstehe ich nicht ganz, ist aber okay erstmal. Ja, oh, guck mal, ein Stein. Wahnsinn. Ansonsten noch Müll? Nein, ich hatte den Müll irgendwie weggetan. Dann verkaufen wir erstmal Sachen. Komm, ich verkaufe tatsächlich hier mal. Was soll ich mit dem ganzen Quark? Das verkaufen wir auch und das auch. Und kommende Bombe haben wir, glaube ich, auch noch nicht verkauft. Ich verkaufe jetzt hier tatsächlich auch den ganzen komischen. Das lasse ich mal da. Weil es ein ganzer Barren ist. Den behalte ich. Den Rest, der kann alles weg erstmal. So, wir haben auch immer noch die Tepper da rumliegen. Weil wir irgendwie das in die anderen Bäume reingepackt hatten. Die wir dann abgeholzt haben. Geh mal kurz Katze knuddeln. Ach ja, das ist ja auch beides noch da. Ist vielleicht gar nicht so blöd, dass ich nochmal hier lang gegangen bin. So. Gute Mayonnaise, weil von einem großen Ei, glaube ich. Und Ziegenkäse natürlich. Flup, flup. So. Damit ist der Tag eigentlich... Und morgen, oh, morgen hat Evelyn Geburtstag. Warte mal. Naja, so ein Skelett, das sieht irgendwie hässlich aus. Das will ich da nicht haben. Wenn Evelyn morgen Geburtstag hat, dann bringe ich dir, glaube ich... Oh, ich habe noch einen Rubin. Nee, einen Rubin. Den könnte ich natürlich auch Penny geben. Aber Evelyn kriegt eine Blume. Ich glaube, die freut sich über Blumen. Was war das gerade? Das sah irgendwie aus, als würde irgendwas passieren. Wir haben eine ganze Menge Geld gemacht übrigens. Other... Ja, geht so. Okay. Da war tatsächlich eine Menge Geld dabei, was? Ungewöhnlicherweise, aber so ist das so. Nochmal kurz nachgucken. Heute hat Evelyn Geburtstag. Jo, das passt. Und dann in 3 Tagen hat Lea Geburtstag. So, was macht denn das Wetter heute? Morgen besser gesagt. Morgen wird es auch noch weiter schneien, okay. Und die Geister, sind die alle? Ja. Die Geister sind heute ganz gut drauf. Das ist doch schön. So gehört sich das, so mögen wir das. Auf geht's. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Hallo, Freund. Der Bergsee war ganz nett zu mir in letzter Zeit und ich denke, ich teile ein bisschen was mit dir. Was? Sashimi. Okay, sowas zu essen offensichtlich. Ich behalte das mal. Ich nehme das mal mit. Warum nicht? Können wir bestimmt gebrauchen noch. So. Das können wir theoretisch auch verkaufen. Oh, die ist groß geworden. Und was ist das denn? Ist das Wolle? Wolle? Hat mir tatsächlich gerade das, ich wusste das gar nicht. Das Hasen geben Wolle. Das ist ja cool. So cool. Knuff, 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 knuff. Ich war mir gar nicht sicher, was die überhaupt geben. Aber Wolle ist natürlich cool. So, warte mal. Eine Duck Feather. Hatte ich die schon verkauft oder wofür hatte ich die benutzt das letzte Mal? Hallo. Hallo. Ich gehe erstmal kurz euch. Zack, zack. Euch euer Fressen geben. Na? Die Jacado hat heute keine Milch. Na gut, dann nicht. Ah, Valella hat natürlich Milch. Die lässt mich da nicht zurück. Das ist alles super. Okay, pass mal auf. Dann heißt das doch. Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Animal Products. Dann habe ich davon doch alles. Oh ja, das ist gut. Wie sieht das hier aus? Naja, wir haben noch keinen Cloth. Wir brauchen 6 Stück davon. Wir haben
Theoretisch können wir dann auch Cloth machen. Dann haben wir noch Goat Cheese, Cheese, Honig, Jelly und dann brauchen wir trotzdem noch eins von den Dingern. Ja gut, okay, dann hat das alles irgendwie noch ein bisschen Zeit. Aber braucht die nicht für irgendwas auch die Duck Feather? Oh Gott, die sind auch noch extrem teuer. War das Futter? Nein. Irgendwo brauchen wir noch einen Duck Feather. Guck mal, beim Dye Bundle. Red Cabbage, Aquamarin. Okay, ist hier jetzt schon... Wir haben keine Sunflower. Das ist das Einzige, was uns fehlt, oder? Ich glaube, das ist das Einzige, was uns für das Bundle fehlt. Eine Sunflower. Okay. Ich behalte die dann natürlich aber mal. So, pass mal auf. Die Eier kommen mal da rein. Ich brauche das und das noch. Dann haben wir die drei Sachen. Was fehlt noch? Irgendwas fehlt noch. Ach, ein Duckei, ne? Das war's tatsächlich dann. Das brauchen wir für das Animal Bundle, ne? Ja, das sind fünf Sachen für das Animal Bundle. Perfekt. Oh, das ist cool. Dann kriegen wir das Animal Bundle fertig. Das freut mich. Das freut mich. Und dann gehen wir trotzdem erstmal noch bei den Crabpots vorbei. Ich tue das mal alles hier unten hin. Damit wir wissen, wofür das ist. Zack, zack und zack. Und dann können wir den Rest auch tatsächlich anfangen, irgendwie mal zu verkaufen und so, ne? Was wir da noch haben, weil das brauchen wir ja dann nicht mehr streng genommen. Dann haben wir den Animal-Kram nämlich erstmal fertig. Haha! Haha! Ein weiteres Bundle und offensichtlich geben Hasen... Oh, guck mal, hallo Willi. Oh, guck mal, ganz viel Trash. Geben Hasen Wolle. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich habe langsam das Gefühl, dass mir das vielleicht doch keinen Phishing-Skill gibt, weil ich kriege langsam irgendwie keinen Phishing-Skill. Also nicht mal langsam. So sollte ich es vielleicht sagen. Ja komm, ich gehe erstmal da runter und dann gehen wir zu Evelyn. Ich nehme mal an, die ist bei dem Wetter wahrscheinlich zu Hause. Zumindest wird George zu Hause sein. Davon kann ich ausgehen. Aber Evelyn ist, glaube ich, sowieso auch die meiste Zeit sowieso auch zu Hause. Das sind halt schon etwas ältere Leute. Ey, da ist ja wirklich ganz viel Müll drin dieses Mal, ne? Das ist ja fürchterlich. Na ja, gut, die waren auch gestern schlecht drauf, die Geister. Von daher, dass wir dann nur Müll gefangen haben, ist irgendwo verständlich ein bisschen. Na gut, Evelyn, bist du zu Hause? Die wohnte hier irgendwo, nicht da. Wo wohnt die hier, ne? Hallo? Hallo, Evelyn? Na? Wir leben schon seit 30 Jahren, über 30 Jahren. Und wir haben eine Menge Leute kommen und gehen sehen. Deinen Großvater zum Beispiel. Sei er gesegnet. Bitte. Du hast an meinen Geburtstag gedacht. Das ist großartig. Das ist nett. Ja, ne? Und George schaut Fernsehen, wie er das immer so tut. Hier gibt es gerade eine Aufgabe. Komm, wir gucken mal kurz. Zwei Large Moth Bars. Nö. Gerade nicht. Wir gehen erstmal das Bundle fertig machen. Dann fehlt uns da tatsächlich auch nur noch das Quality Crops. Ich glaube schon, oder? Das war das entsprechende. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Ding das hier ist. Das ist hier oben? Ich glaube, das ist hier oben. Oder? Bin ich hier richtig? Pantry, ja. Nee, Artisan fehlt uns auch noch. Das können wir aber auch im Frühjahr machen. Das ist gut. Dann müssen wir das hier im Frühjahr eigentlich komplett fertig kriegen. Sehr schön. Zack, 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 zack und zack. Haha. Ein neues Bundle fertig. Da kriegen wir natürlich auch wieder irgendwas für. Es ist eine Käsepresse. Okay. Wir haben zwar schon eine, aber ist ja nicht schlimm. Haben wir noch eine zweite? Weil wir Käse nicht so oft machen. Da werden die anderen Sachen irgendwie... besser gewesen. Also eine Mayonnaise-Maschine. Die anderen Sachen. Na gut. Irgendwie bin ich gerade mehr oder weniger falsch gegangen. Ich habe kurz überlegt, ich gehe einfach noch in die Mine heute. Auf der anderen Seite würde ich auch ganz gerne erstmal noch den ganzen Müll loswerden. Von daher passt das schon. Und ich glaube, ich werde es wieder nicht alles in die Maschine reintun, weil mir das irgendwie zu blöd ist. Jedes Mal. Steine. Oh, geil. Kurz gucken, nö, aber das hätte ich auch gleich noch machen können. So, bauen wir erstmal alles hier rein. Zack, 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 zack. Ich verkaufe Steine. Ach, warte mal. Komm,
Es klingt ein bisschen, ich verkaufe davon auch ein bisschen was. Komm, ich verkaufe auch das mal noch. Nur um zu gucken, ob das irgendwie was Sinnvolles bringt. Jetzt habe ich tatsächlich eine zweite Käsemaschine, ne? Hm. Es macht ja schon irgendwo Sinn, die aufzustellen, ne? Wenn ich die da hinstelle, kann ich in beides was reintun. Erstmal geht das so. Okay, dann kann ich theoretisch beides zu Dings verarbeiten. Jeden Tag. Das ist doch schon mal ganz okay. So, ich würde sagen, komm, wir gehen noch in die Mine. Einfach ein bisschen reingucken, was wir noch da finden. Zur Not sind es wieder nur irgendwelche Nutzlosen. Dann erstmal kurz zur Quarry. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Sinnvolles. Nö, sieht nicht so aus. Schade, ö. Dann nicht. Dann eben nicht. Dann in die Mine kommen. Gehen wir tatsächlich noch ein bisschen runter und gucken. Was haben wir denn da schön? Ich gehe wieder zu 115 runter. Und hoffe, dass es hier was Sinnvolles gibt. Das sind auf jeden Fall Viecher. Die gibt es ja immer. Da geht es auch direkt weiter nach unten. Aber das Viech da töte ich noch. Davon können wir nämlich bestimmt auch noch was gebrauchen, wenn wir die töten. Also, ich glaube, da gibt es auch eine Quest für, um die zu töten. Von daher ist das schon okay so. Dafür ein bisschen Zeit aufwenden. Und die Solar-Essenzen lassen sich, glaube ich, auch halbwegs ordentlich verkaufen. Von daher ist das schon okay. Au, ich wurde voll geschleimt. Und es gibt direkt den Weg nach unten. Fürs Vollschleimen lassen. Ich weiß gar nicht, guck, wie viel ich von dem Gold... wie viel ich für das Gold gekriegt habe. So, nicht von dem Gold. Auf Leute zu heilen, das ist nicht sehr nett. Oh, ich wurde gejinxt. Das ist nicht so schön. Ah, das war Kupfer. Gerade das wäre Gold gewesen, war es aber nicht. Na? So. Das ist fies, das gejinxt werden. Das gibt einfach extrem viel Schaden dann von den Gegnern. So, mehr Gold. Oh, endlich auch mal ein bisschen. Das sieht nach Rubinen aus. Das ist sogar ein Rubin. So, jetzt haben wir natürlich noch einen Weg nach unten. Rubine geben auch viel Geld. Bin ich mir recht sicher. Nicht hundertprozentig sicher, aber recht sicher zumindest. Aber irgendwie könnte man auch mehr finden, ne? Oh, meine eine Fledermaus, die nach unten verteidigen wieder nicht besonders einfach ist. Ah, stirb! Ah! So. Was hat er gerade hinterlassen? Eine weiße Alge. Okay. Meinetwegen auch das. So, da oben, das sieht nach Topazen aus, weil sie sind gelb. Jo, es sind sogar zwei direkt. Guck mal. Ich glaube, ich hatte auch irgendwie so eine Verbesserung, ne? Dass das immer mehr ist. Oh, guck mal. Feuerkristalle. Oh, hier gibt es, unten gibt es auch noch einen Haufen Amethysten. Und da gibt es, oh, da ist direkt ein Weg nach unten. Na gut. Grundsätzlich auch nicht schlecht, aber brauche ich gerade noch nicht. So, guck mal, Eisen. 5 Stück sogar. Das ist eine Menge Gold, was da rumliegt. Hier gibt es noch einen Rubin, mindestens einen. Das sind sogar 2. Das meine ich mit, man kann eine ganze Menge Geld durchaus hier unten machen. Wir haben schon fast in der Session hier schon wieder 20.000 Gold gemacht. Ich nenne das jetzt einfach Gold. Wenn man das alles verkauft, dann nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ein Stockwerk haben wir noch, bis wir durch sind. Da unten ist ein komisches Viech. Oh, guck mal, ein Rubin. Einfach so. Noch mehr? Nee, schade. Mach mal das kaputt. Dann kommt er nämlich nicht direkt zu mir. Das sind irgendwelche komischen Schattenviecher oder so, ne? Da gab es auch eine Quest für. Also nicht eine Quest, sondern ein... Töte so viele du kannst. Wenn es so und so viele sind, dann ist alles ganz toll. Oh, guck mal, Omnigeoden. Zu seiner. Au, das war blöd. Doof gekämpft, Snizzle, doof gekämpft. Da geht's weiter nach unten, aber wir gucken mal noch hier unten natürlich kurz lang. Ah, stirb. Oh, ach so, nee, ich dachte gerade, es wäre ein Diamant gewesen, war es aber nicht. Schade. Und das war's mit der Mine. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Haben wir irgendwas für den Zwerg gefunden? Nö, sehe ich nicht so. Dann, oh, nein, hier wollte ich nicht. Wobei, hat Clint noch auf? Nein, bis 4 hat er natürlich nur auf. Ja, das hätte ich auch wissen können. Dann Bustop. Und auf geht's. Haben wir eine Menge gefunden, was wir verticken können. Vor allem die Rubine und so. Ich glaube, Rubine geben schon eine ganze Menge Geld.
Das lohnt sich, das lohnt sich. Okay, zack, zack, kommt das Kupfer auch weg, das Gold. Ich brauche das im Moment nicht. Ich weiß, ich verkaufe gerade viele auch Ressourcen und so, aber ganz ehrlich, da ist so viel Zeug dabei, was ich irgendwie tatsächlich nicht unbedingt brauche im Moment. Wenn wir was brauchen, können wir es uns immer noch besorgen. So. Ich habe noch ein bisschen Ausdauer, das heißt, ich gehe auch einfach mal noch ein bisschen Holz hacken. Schauen wir mal. Hier sind überall noch so Mini-Bäumchen. Ich möchte lieber von denen noch ein bisschen wegmachen.